Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich grüße wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Weiter geht's bei unserem Schwimmbad, Teil 3. Heute im dritten Teil wollen wir die linke Seite von unserem Schwimmbad noch ranbauen. Für die linke Seite gucken wir mal hier wieder in unsere Kiste rein. Ich würde mal sagen, wir holen uns erstmal weiße Keramik raus, steinzige Stufen, grauer Beton, türkise Glasblöcke, Steinstufen und hellblaue Keramik. Ja, wenn wir dann alles zusammen haben, würde ich sagen, fangen wir erstmal an mit weißer Keramik. Ja, da würde ich sagen, beginnen wir natürlich auf der linken Seite, auf der Vorderseite von unserem Haupteingang. Da würde ich sagen, gleich hier am Gebäude setzen wir auf der linken Seite gleich einen Block ran und dann würde ich sagen, ziehen wir das einmal so schräg gerade weg nach vorne weg und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 Mal weiße Keramik setzen wir jetzt hier so schräg an unserem Haupteinsatz hier gleich vorne einmal dran. Und das machen wir nochmal auf der Rückseite. Da setzen wir es auch eigentlich komplett gerade vorne einfach mal hier ran. Zack. Und dann können wir das hier auch 14 Mal in eine Richtung ziehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Blöcke. Aber bevor wir jetzt uns ranmachen, hier die Vorderseite gleich noch mitzuziehen, wollen wir erstmal die Seitenteile uns hochziehen und zwar auf eine Höhe von insgesamt 16 Blöcken. Wir können das hier gerne nochmal überprüfen, ob das auch alles dann so passt. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und 16 Blöcke. Ne, ansonsten kannst du ja auch gucken, wir haben ja hier oben eine große Tafel und dann machst du es halt einfach auch einen Block tiefer für alle, die halt nicht gerne zählen wollen. Wenn wir die beiden Seitenteile dann hochgezogen haben, würde ich sagen, bleiben wir noch bei den Seitenteilen, wir beginnen noch nicht mit der Vorderseite. Und zwar wollen wir hier auf beiden Seiten nochmal drei Fenster reinhauen. Wir beginnen einfach mal an der Seite, ob man jetzt vorne oder hinten anfängt, ist eigentlich relativ egal. Also wir gucken einfach mal, wir haben jetzt hier eine Reihe, zweite Reihe, ab der dritten Reihe geht's los. Dass wir erstmal oben uns drei Blöcke lassen und darunter können wir dann drei Blöcke auch so erstmal weghauen. Wir haben an der Seite jetzt zwei Blöcke hier gelassen, oben drei Blöcke, drei weggehauen. So, jetzt können wir eigentlich auf der Höhe hier mal bleiben. Wir lassen jetzt immer dazwischen zwei Blöcke Platz und schlagen hier wieder zwei weg auf eine Dreierhöhe. Zwei Blöcke Platz lassen, zwei weghauen, Dreierhöhe natürlich. Ups, da habe ich ein bisschen zu viel, aber das passt schon. So, jetzt haben wir hier drei Fenster und dieses Maß machen wir nochmal auf der anderen Seite. Wollen wir ja auch natürlich auf der anderen Seite machen. Also wir lassen an der Seite zwei Blöcke Platz, oben drei Blöcke. Und dann können wir hier ein zweimal großes Fenster von der Höhe von drei Blöcke hier einmal freihauen. Das Ganze machen wir noch dreimal. So, insgesamt haben wir dann hier drei Fenster gemacht. Jetzt können wir noch bei diesen Fenstern einmal unten noch steinzige Stufen platzieren und oben nochmal. Das machen wir natürlich auf dieser wie auf der gegenüberliegenden Seite. Ja, wenn wir denn die Seitenteile soweit haben, geht es weiter jetzt mit der Vorderseite so langsam. So, jetzt können wir langsam zu unseren Glasblöcken und grauen Beton wechseln. Jetzt hier setzen wir einfach mal zwei weitere Glasblöcke ran und dann einen grauen Beton. So, den grauen Beton können wir schon mal auf die gleiche Höhe ziehen, wie wir die Wandteile haben. Und dann können wir auch hier gleich schon so ein bisschen unsere Fenster reinhauen. Wir hatten immer so das Maß, vielleicht erinnerst du dich noch aus dem vorigen Teil, immer so auf eine Dreierhöhe die Fenster gemacht. Das wollen wir hier auch gerne beibehalten. Das heißt, wir machen jetzt hier mal ein Fenster auf eine Dreierhöhe. Dann setzen wir einfach mal unsere grauen Betonblöcke hin. Dann können wir hier wieder ein dreimal großes Fenster hinmachen. Betonblöcke, dann wieder dreimal Glasblöcke, Betonblöcke. Bis wir halt so oben ankommen, machen wir das erstmal immer weiter. Und dann sollten wir bei der letzten Schicht auch oben mit Betonblöcken enden. So, dann haben wir insgesamt vier Fenster gemacht. Dieses Spiel wollen wir nochmal auf der anderen Seite machen. Plus, wir können ja gleich schon mal diese Fenster verkleiden. Da empfehle ich euch einfach mal Glasblöcke. Mit Glasscheiben sieht das Ganze nicht so dufter aus. Von daher. Ja, wenn wir dann auch wieder soweit sind hier mit den Seitenteilen, geht es so langsam auf die Vorderseite. Die wollen wir jetzt natürlich auch noch einmal zumachen. Und die Vorderseite besteht an sich hauptsächlich nur aus Fenstern, die mit einem grauen Betonrahmen befestigt sind. So, da würde ich sagen, ziehen wir erstmal vorne so ein bisschen die erste Reihe lang. Da machen wir jetzt, sage ich mal, einfach hier so schräg zur anderen Seite weg. Immer von der Breite so dreier
Fenster hin mit Glasblöcken, dann kommt hier ein grauer Beton hin, dann machen wir wieder drei Glasblöcke, grauer Beton, drei Glasblöcke, grauer Beton. Bis wir natürlich auf der anderen Seite ankommen, machen wir einfach mal dieses Maß hier. Insgesamt sollten wir denn, würde ich mal sagen, 6 Fenster haben. Jo, 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So, diese Fenster haben natürlich auch das gleiche Maß wie die anderen, sag ich mal, natürlich sind sie etwas breiter, ne? Dreier Breite und Dreier Höhe machen wir jetzt einfach mal hier. Und daher können wir das hier erstmal so hochziehen. Wenn wir denn die ersten Fenster auf der Vorderseite uns hier schon mal ein bisschen platziert haben, habe ich ja schon gleich drauf eine weitere Betonschicht auf unseren Glasblöcken platziert. Jetzt wollen wir das Ganze so schräg nach oben fortsetzen. Ich habe jetzt hier schon mal zwei Streben hier schon ein bisschen vorgezogen, damit man sehen kann, was wir jetzt so ein bisschen machen wollen. Insgesamt müssen wir das 7-mal machen, weil wir haben ja jedes Mal hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 einzelne Streben hier. Und die wollen wir jetzt einfach mal immer, sag ich mal, so schräg davon 4 Blöcke wieder hochsetzen. Wir haben ja hier jetzt 4 Blöcke. Das heißt jetzt einfach mal, ich gehe jetzt hier einfach mal so schräg vorne hin, ne, und dann setze ich mir wieder 1, 2, 3, 4. Dann mache ich noch einmal, insgesamt halt dreimal, ne, aber immer halt immer 1, 2, 3, 4. Und dann noch einmal 1, 2, 3 und 4. So, das habe ich jetzt schon dreimal gemacht. Insgesamt halt muss ich es noch 4-mal machen. Einfach immer so schräg davon setze ich mir dann nochmal 3x4 Streben hin. Wenn wir das dann geschafft haben, uns die 7 Streben 3x4 halt hier so schräg hochzusetzen, geht es weiter, dass wir jetzt hier einfach immer unsere Fensterschichten reinsetzen. Natürlich können wir das jetzt insgesamt 3-mal machen. Und da beginnen wir jedes Mal ganz unten einfach mal, dass wir jetzt, sage ich mal, hier schräg davon, müssen wir uns zwar ein bisschen wieder quälen, weil wir bauen ja alles hier schräg, 3 Glasblöcke wieder uns hier reinsetzen, das Ganze dann auch wieder auf eine Dreierhöhe. Und dann können wir darauf dann wieder eine graue Betonschicht machen. Das macht man dann immer wieder. Das heißt dann hier oben wieder, machen wir schräg von den Streben immer hier 3 Glasblöcke hin. Müsst ihr darauf achten, weil ich weiß, es ist sehr verlockend, wie das Ganze sich hier liegt, weil ihr seht vielleicht, wir haben ja dahinter dann noch eine Reihe frei und einer oder zwei könnten dann so meinen, hey, dann mache ich einfach mal schnell so das Ganze. Ich verbinde mir das einfach mal auf die leichte Art, aber das sieht natürlich doof aus, weil das Fenster wird dann immer größer, auf einer Viererhöhe von einer Dreier, Also von daher müssen wir das immer schön, sag ich mal, schräg davon uns einfach mal hier platzieren. Und dann immer, sag ich mal, 3 Glasblöcke, eine Betonschicht, 3 Glasblöcke, machen wir hier eine Betonschicht hin. Und dann kommen wieder 3 Glasblöcke und ganz oben eine Betonschicht. So, dieses Spiel macht man natürlich hier überall bei jeder Strebe einfach mal rein. Wenn man es geschafft haben sollte, die Vorderseite sich so zu ziehen, ich weiß, das dauert ein bisschen, weil man ja immer jeden Block einzeln sich hier hochziehen muss, aber wenn man es dann irgendwann mal geschafft hat, sollte das am Ende so aussehen. Jetzt wollen wir das natürlich noch ein bisschen bearbeiten. Wir schnappen mal unsere steinzige Stufe zur Hand, denn vielleicht fällt dir ja auf, oder du hast es ja gemerkt beim Bauen, dass wir halt ein paar Blöcke hier immer so frei haben. Da möchte ich jetzt nicht unbedingt jetzt hier ein paar Betonblöcke oder sowas hinsetzen, dann möchte ich gerne steinzige Stufen einfach mal immer hier unter diesen freien Flächen einmal mal langziehen. Und das machen wir dann, sag ich mal, hier auch auf jeder Etage. Wäre noch schön, wenn natürlich auch wieder, ihr kennt es, Stufen in Betonblockfarbe geben würde, aber solange es nicht geht, müssen wir uns ja immer damit mit den steinzigen Stufen so ein bisschen zur Hilfe wissen. Ja, aber jedenfalls, wenn wir das dann uns so ein bisschen dran platziert haben, geht es weiter. Und zwar ist es jetzt etwas für die fleißigen Leute und zwar kannst du jetzt noch gerne, falls du es nicht schon getan haben solltest, unter der untersten Ebene hier bei unseren Fenstern, sage ich mal, den Boden austauschen durch graue Betonblöcke. Sieht immer ein bisschen besser aus, als wenn man da einen ganz normalen Grasblock lässt oder halt dann, was man auch innen drin für seinen Schwimmhalle nehmen sollte. Ich finde, das passt gut, ist ja im Rahmen hier und dann können wir die Fenster unten damit auch bestücken. Habe ich schon auf den Seiten schon gemacht. Ich finde, das sieht einfach ein bisschen besser aus. Ja, auf den Seiten wollen wir natürlich auch gleich noch bleiben. Wir haben ja hier oben noch eine freie Lücke. Die wollen wir jetzt natürlich noch ausfüllen. Da setze ich mir einfach noch Fenster hin. Die haben halt das gleiche Maß wie hier hinten schon, so ein bisschen hier auf der Höhe. Lasse ich natürlich auch auf eine Zweierbreite und Dreierhöhe an sich. Und ziehen wir das einfach hier noch so lang. Wenn wir soweit sind, können wir jetzt auf dieser linken Seite, die wir jetzt schon hochgezogen haben, das Dach einmal drauf platzieren. Dabei nehmen wir wieder unsere Steinschuppen zur Hand und können hier wieder einfach mal gucken. Wir machen das Ganze halt beim letzten oder ersten Block von oben gesehen. Einfach unten am Block platzieren wir hier das Dach. So, jetzt können wir dann hier einfach auch einmal komplett hier diese Fläche aushöhlen damit. Ist doch immer schön, wie schnell das geht, hier ein Dach auszufüllen. Ja, wenn wir denn das Dach nach einer Zeit irgendwie bestückt haben mit Steinstufen, geht's weiter. Und zwar wollen wir jetzt unseren Eingangsbereich mit, sage ich mal, der linken Seite und der Rückseite so ein bisschen miteinander verbinden.
Wir beginnen jetzt einfach mal erstmal mit hellblauer Keramik und dann fliegen wir hier auf unsere Vorderseite oben links einmal hin. Wir setzen jetzt einfach mal hier hinten dran, hinter, würde man sagen, also Seite hier auf der zweiten Ebene hier, setzen wir einfach mal zwei hellblaue Keramikblöcke einfach mal zur Seite weg. Und das machen wir jetzt einfach mal die ganze Zeit, gehen wir immer so einen Block wieder nach hinten weg und setzen hier einfach wieder in hellblaue Keramik hin, immer zwei Stück. Das machen wir jetzt erstmal. Bis wir hier drüben einfach mal ankommen. Ne? Also jetzt haben wir hier immer das zweier Maß genommen, immer einen so nach hinten weggegangen. Und wenn wir dann hier auf der anderen Seite angekommen sind, können wir jetzt, sage ich mal, hier noch so eine kleine Verbindung nach hinten weg uns basteln, bis hier, sage ich mal, die linke Seite ein bisschen endet. So ziehe ich mir das einfach mal einfach bis nach hinten weg. Und dann gerade ran hier setzen wir jetzt, sage ich mal, eine Verbindung wieder zu unserem Haupteingang. Da würde ich mal sagen, setzen wir jetzt hier dran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 Blöcke setzen wir insgesamt dran. Jo, sind es auch. Und dann gehen wir, sage ich mal, ein so schräg nach vorne weg und setzen hier wieder 8 Blöcke einfach mal ran. So, können wir nochmal hier überprüfen. 8 Blöcke habe ich. Jo. Und dann setzen wir es nochmal ran. Und zwar jetzt einfach komplett gerade denn bei unserem Haupteingang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passt perfekt. Wunderbar. Und dann können wir, sage ich mal, das alles hier jetzt, was wir noch rangesetzt haben, auf eine Höhe von insgesamt 2 Blöcken setzen. Und dann können wir die Dächer hier einfach mal aushöhlen. Natürlich jetzt hier dazwischen setzen wir das jetzt nicht auf das gleiche Maß, wie wir jetzt die Rückseite und Vorderseite haben. Hier setzen wir die Stufen, würde ich mal sagen, einen Block etwas höher. Schön, wie schnell das doch geht. Ne? Man stellt sich kaum hin, schon ist es fertig. Ja, so sollte denn das Dach am Ende aussehen. Ne? Wir haben jetzt, sage ich mal, den Haupteingang mit der Vorder- und Rückseite so ein bisschen verbunden, wie es beim Original auch zu sehen war ein bisschen. Ja, und jetzt heißt es natürlich die Frage, wie macht man sich das oben? Da werde ich mich noch ein bisschen hinsetzen. Mal gucken, wie wir das uns designen. Bestimmt ein paar Wassertanks und sonstige Sachen sind ja oben drauf gewesen. Wenn ich da so richtig hingeschaut habe, dann muss man mal gucken, wie man sich das Ganze designt. Ansonsten kann man ja auch schon loslegen mit der Inneneinrichtung. Aber als nächstes kommt erstmal das Dach. Ich wollte hier noch kurz einmal reinfliegen, euch das zeigen, wie es natürlich hier leer aussieht. Das wird nicht mehr lange so bleiben. Jetzt kann man ja anfangen, den Boden rauszureißen. Da sich schon mal Gedanken machen, wie man das Ganze sich designt. Nee, man muss ja dann auch beim Eingangsbereich natürlich dann auch einen Kassenbereich machen, Umkleidebereich, Duschen und sonstige Sachen, wie jetzt halt auch im Schwimmbad ist. Und ich möchte alle darauf hinweisen, die das Ganze jetzt einrichten möchten. Ihr könnt die Decke komplett gleich so bearbeiten. Denn wir haben ja, sage ich mal, die Steinstufen von unserem Dach immer auf der unteren Ebene des Blockes platziert. Das heißt, ihr könnt jetzt einfach daran und zwar überall andere Stufen ranhauen und so habt ihr dann auch noch ein komplett anderes Dach hier dran. Ne? Ihr seht, die Stufen, sag ich mal, die verbinden sich ja nicht so, also eigentlich verbinden die sich ja mal so, ne? Aber wenn man, sag ich mal, unten an einem Block eine Stufe sich platziert, dann kann man, sag ich mal, ja, wenn ich das jetzt hier auch mal machen würde, so, jetzt haben wir hier quasi einen Block, ne, können wir hier dran noch eine andere Stufe so ein bisschen uns platzieren. Ne? Und dann kann man hier so ein Sandwich sich hier so ein bisschen basteln und das haben wir halt hier. Und dann kann man sich hier noch sein eigenes Dach überlegen, wie man sich, sag ich mal, die Decke so ein bisschen von unten basteln möchte. Ne? Also da bleibt dir viel offen. Finde ich immer schön, wenn man, sag ich mal, sowas gleich mit einbaut, ne, dass man sagen kann, okay, ich richte mir jetzt ein, jetzt möchte ich gerne als Decke die und die Stufe haben und dann kann ich das gleich mir so hinbasteln. Von außen, wie gesagt, beginnen wir jetzt mit dem nächsten Video das Dach noch fertig zu ziehen. Also sagen wir hier noch die ganzen Deko-Sachen uns drauf zu platzieren. Das alles ist dann wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns dann wieder zur nächsten Folge wieder. Stelle ich mich hier vor unserem Gebäude-Safety hin, obwohl lieber vor dem, was wir gerade eben uns so ein bisschen gebastelt haben. So, und wenn ich da vor Safety stehe, hören wir uns dann zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.